Moin moin und willkommen auf meinem Kanal. Heute will ich euch mal kurz zeigen, wie man an der De'Longhi E-Cam die Anzahl der Kaffeebezüge und auch noch andere Dinge auslesen kann. Dazu muss man zunächst mal die Maschine anschalten, klar, und dann geht man auf den Knopf mit dem P. Standardmäßig ist hier das erste, was angezeigt wird, Entkalkung. Ich drehe hier an der Stelle 1 nach links und gelange zu den Statistiken. Unten rechts mit OK bestätigen und schon bekomme ich einige Dinge angezeigt. Unter anderem hier die totale Anzahl der Kaffeebezüge, also knapp unter 10.000. Wenn ich hier so durchdrehe, bekomme ich hier noch angezeigt, wie oft wurde der Wasserfilter gewechselt. Ist jetzt nicht nur einmal, ich habe es nur einmal über die Maschine tatsächlich getan. Hier bekomme ich noch angezeigt, wie viel Liter Wasser sind inzwischen durch die Maschine gelaufen. Und hier bekomme ich noch angezeigt, wie oft die Maschine inzwischen entkalkt wurde. Wenn ich dann das ausgelesen hatte, das ich wollte, genügt es, wenn ich hier unten einmal, zweimal auf Escape drücke und das war's. Wenn ich euch ein klein wenig damit helfen konnte, lasst mir doch bitte ein Like da und abonniert auch gerne meinen Kanal. Bis bald, ciao!